Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dead Space, das Remake auf der PS5. In der letzten Folge wurde es richtig spannend. Wir müssen jetzt zum Shuttle, wo Kendra wahrscheinlich auf uns wartet. Und ich weiß nicht, wen ich trauen will. Ich finde die beide ultra weird mittlerweile. Die reden alle so komisch. Die haben so einen komischen Unterton. Keine Ahnung, ob das nur ich bin. Ich weiß jetzt nicht. Wir gehen jetzt dahin. Und da passiert bestimmt absolut zu viel Mist. So, seid ihr jetzt mal alle tot, oder was? Jetzt, ne? Okay. Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen überfragt, wer jetzt hier noch vertrauenswürdig ist und wer nicht. Unser Ziel ist das Shuttle. Kendra, bist du hier? Oh. Oh, warte. Haben wir noch eine Nebenmission? Gefühlt nicht, ne? Achso, doch. Boah, das würde ich gern machen. Moment, das machen wir noch. Ich habe das voll nicht gecheckt. Schaffen wir das noch? Das wäre ja cool. Das wäre cool. Ich würde das gern hinbekommen. Weil der Jäger, das interessiert mich. Das Kackding. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu weit weg. Aber eigentlich war das ja nicht weit weg. So, wir können hier wieder speichern. Was wir natürlich direkt tun. Und machen wir auf dem Rückweg dann direkt auch nochmal. Und dann können wir nämlich runter von der Ishimura. Und dann bin ich gespannt. Weil ich denke mal, dann kommt das Ende. Und ich weiß nicht. Ich meine, wir speichern ja. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt den Shop leer kaufen möchte. Tatsächlich. Ob das dann schon das Sinnvollste ist, was wir tun können. Warnung. Strukturelle Integrität beeinträchtigt. Genau, hier ist noch ein Shop. Den nehmen wir direkt mal. Was haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Was haben wir noch im Lager? Ja, Ripper ist halt irgendwie so für einen Eimer, ne? Das. Ich würde gern das Ding, glaube ich. Strahlenkanone, Strahlenmunition. Wir packen das ins Lager. Dass wir dann nur noch die Sachen haben und auch nur noch Muni dafür. Und dann haben wir zwei Reihen Platz. Wir haben. Wir kaufen uns noch eine große Heilung. Und wir probieren das. Ich habe gespeichert. Also wenn das jetzt die dümmste Entscheidung ist. Dann ist das so. Dann können wir immer noch zu dem Speicherpunkt zurück. Und das ist dann fein. Absolut fein. Aber ich würde gerne Munition haben. Ich benutze dann auch erst alles andere vorher. Gut. Und hoffe, dass 270 reichen. Okay, wir müssen nochmal mit der Bahn fahren. Aber nicht weit. Ja. Ich denke mal, das kriegen wir hin noch. Das ist mir zu spannend als Nebenquest, dass ich die jetzt zurücklasse. Dass ich das aber nicht mitbekommen habe, dass wir da eine Nebenquest haben. Wir machen jetzt nochmal einen neuen Spielstand und wissen dann, der alte ist der. Genau. Genau, genau. Dann haben wir nochmal ein Backup gemacht. Jetzt kann uns eigentlich nichts mehr passieren.
Ich bin jetzt relativ chill. Wieso steht es da? Stand es da schon immer, das Ding? Keine Ahnung. Schön, dass alles gerade so ein bisschen... Wir sind richtig noch? Ja. Dass es gerade so ein bisschen ruhig hier ist. Ich weiß noch etwa, wo das war. Genau, wir müssen jetzt nämlich runter. Ja, genau. Genau so dachte ich mir das schon. Da unten war nämlich dieses Gewebeprobeding. Wir können uns nochmal die Stase kurz aufladen, obwohl wir es eigentlich nicht unbedingt bräuchten, weil wir so viel haben. Wo waren das jetzt? Was? Hier! Ja! DNA-Analyse wird gestartet. Übereinstimmung gefunden. Brand Harris, Abbaumitarbeiter. Aegis 7. Hm. Eingetragener Arzt. Dr. Chalice Mercer. Das ist der berühmte Patient, ne? Schwere DNA-Anomalien gefunden. Rig-Tracking ist verfügbar, um mögliche Ansteckungen zu verfolgen. Autorisieren. Harris, was hat Mercer Ihnen angetan? Autorisieren. Synchronisierung der Referenzpunkte mit dem Rig-Sender. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die öffentliche Gesundheit. Bitteschön. Oh, wir haben es geschafft. Geht es noch weiter? Oh ja. Oh ja. Oh, das ist cool. Wir müssen hoch, ne? Ja. Okay, die Nebenquest gefällt mir. Aber warte, das lockt uns schon wieder falsch, richtig? Wir wollen das hier noch machen. Aber das ist auch hier lang. Jetzt haben wir vielleicht sogar ein bisschen Atempause mal kurz. Upsala. Wenn jetzt gerade nicht so viel passiert. Ach Gott. Sagte sie, ne? Und dann kam da so ein Baby um die Ecke. Okay. Alles wird gut, alles wird gut. Registriert. Muss ich mir jetzt hier irgendwie... Muss ich mich jetzt hart beeilen? Warnung. Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. Okay. Gehen da weiter. Oh, da liegt doch was. Da liegt noch was. Hatte ich das beim letzten Mal einfach übersehen? Keine Ahnung. Patientenlogbuch. Dr. C. Mercer, zweiter Wissenschaftsoffizier. Gespräch mit B. Harris. Patient Harris. Deshalb schreiben Sie das auf? Mercer. Die Kirche wird mir später danken. Ich höre es auch, Mr. Harris. Andere empfinden das Signal des Markers als Belastung, aber für mich ist es inspirierend. Neue chirurgische Methoden, neue technische Entwicklungen... Schade, dass ich die tieferen Nuancen nicht so gut erfassen kann wie Sie. Harris, Sie meinen die Codes oder die Stimmen, die so gerne gehört werden möchten? Hungrig wie die Sterne. Mercer. Und diese Narren wollten Sie heilen. Sie haben göttliche Einsicht, Mr. Harris, und ich kann sie interpretieren. Die tiefsten Geheimnisse des Markers, die Konvergenz, sogar das Kollektiv selbst, könnten uns gehören, wenn Sie mir vertrauen. Harris... Gott spricht durch den Marker. Er muss gehört werden. Aber ich kann es Ihnen nicht vermitteln. Ich versuche es, aber es entgleitet mir, als ob es hinter meinen Augen feststeckt. Mercer, und die beste Methode hätte fatale Folgen. Es sei denn, Mr. Harris, kennen Sie den Begriff zelluläre Regeneration? Ja, genau, das haben wir ja an ihm gesehen. Ein kleines Stückchen Knochen.
Knochen zwischen uns und den Geheimnissen des Markers. Ganz ruhig. Es wird nicht wie auf Aegis 7 und der unschönen Sache mit der Krankenschwester. Sie war keine Krankenschwester, als ich das tat. Die Erledigung im Erzlager, die ich übernehmen soll, wird den Arbeitern nicht gefallen. Sie sind wahrscheinlich genauso engstirnig wie die Arbeiter in der Kolonie. Sie quälen Menschen, weil sie ein wenig anders sind. Haben sie es nicht verdient, ordentlich erschreckt zu werden? Ja, das stimmt. Ich bin bereit. Boah, ist ekelhaft. Ja, so redet Nicole auch. Mit der stimmt auch was nicht. Ich sehe es jetzt. Der Marker spricht. Und wir können antworten. Sagen Sie mir wie. Tracking von relevanten Rekaptivitäten. Okay. Machen wir auch noch. Auf geht's. Oh, danke. Okay, da lang. Ich finde es ganz angenehm, dass es so ein bisschen chill gerade ist. Ist das offen? Ja. Wo müssen wir hin? Da. Uch. Okay. Weiter da lang. Oh, hier geht alles kaputt, ne? Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. Wo ist denn dieses Erzlager? Da müssen wir wahrscheinlich mit der Monorail fahren, richtig? Richtig. Dann tun wir das. Und wir müssen hier hin. Abbausektor, Maschinenraum. Das klappt bestimmt. Alles cool. Ist jetzt halt die Frage mit Nicole, ne? Sie sagt es ja auch so mit diesem, dass wir sie vollkommen machen sollen. Oder uns. Das klingt so nach Marker-Geschwafel. Aber müsste Isaac das nicht eigentlich merken, dass was nicht stimmt? Abbausektor, Maschinenraum, Station bei Abfahrt prüfen. Wir können auf beide Seiten raus. Spannend. Waren wir hier schon? Ich glaube schon. Heieiei, heieiei. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Oh nö. Ist das Baby auch tot? Ja. Gut. Passiert dann doch noch mehr, als ich erwartet habe. Notfall. Interne Willenbrüche registriert. Ja. Ich mache hier nur gechillt noch hier die Nebenquest. Alles ist gut. Das kriegen wir hin.
Das ist dieser Mistaufzug, ne? Kacke. Oh, wir müssen den ganzen Weg dann auch wieder zurück, ne? Ich freue mich. Aber ich denke mal, wir füllen diese Folge mit dieser Nebenquest, wenn die noch sehr lange geht. Aber es passiert nichts. Wir sind sicher. Sagte sie. Boah, dauert das lang. Haben wir es gleich, bitte? Ja, jetzt, oder? Ja, okay. Wir sind da. Wieso ist es denn hier so abartig dunkel? Wir waren hier aber schon, ne? Boah, ist das ekelhaft. Ich sehe halt gar nichts, ne? Oh, jetzt. Okay. Warnung. Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. Okay, wir sind da. Wir könnten... Ah, hier ist noch was. Sicherheitsanfrage abgerufen. Dahin mussten wir, ne? Sicherheitsdienst, ein Freak namens Harris wollte etwas aus dem Erzlager stehlen. Ich soll für Dr. Mercer Osmium holen, damit er seine Arbeit vollenden kann. Und selbst wenn der allmächtige Gott sie geschickt hätte, wenn sie sich die Gewinne des CEC unter den Nagel reißen, sitzt er am Arsch. Gott. Sie können das Osmium jetzt also freiwillig weglegen oder ich breche ihnen die Arme. Ich habe mit Leuten wie Ihnen auf EG7 gearbeitet. Sie klauten meine Energieknoten, ließen mich graben. Ohne Licht. Hey, lassen Sie mich los! Aber wenn man in der Dunkelheit zurückgelassen wird, ist man nicht allein. Der Marker flüsterte mir seine Offenbarungen zu. Jetzt verstehe ich sie. Wollen Sie sie hören? Warnung! Ungeschultes Personal darf die Anzugstation nicht benutzen. Nein, stopp! Bitte! Ich habe auch bitte gesagt, als Sie mich einsperrten. Ich habe es geschrien. Ich verspreche, dass ich nicht lachen werde, so wie Sie es taten. Warnung! Anzugstation ist blockiert. Oh Gott. Uff. Bericht über den Vorfall an die Brücke übermittelt von Dr. Nicole Brennan, sehr zugehörige Rig-Aktivität. Okay, wo geht's jetzt lang? Okay. Auf zur Brücke! Zurück, ne? Einfach, ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder Aufzug fahren. Uiuiui. Das ist ein Ding hier. Der Harris, der war ja auch ganz schön fertig, ne? Oder? Sind wir hier richtig? Warte, was? Aber ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Moment. Okay. Ach, wieso? Wieso? Wo kommt ihr denn jetzt her? Lasst mich. Lasst mich! Geh weg! Ach, das war ja so klar. Jetzt hör doch mal auf, ihr doofen Hähnchen. Wieso ist denn jetzt hier so viel los? Wir müssen aber ja da lang, ne? Aber es sagt uns nicht. Wohin? Wir gehen mal wieder hoch. Und hoffen, dass das stimmt, was wir jetzt hier machen. Ich weiß es nämlich nicht. Wenn nicht, probieren wir jetzt einfach alle Stockwerke aus.
und gucken, welches funktioniert. So, da geht's für uns hin. Nach unten hat's länger gedauert, oder? Bilde ich mir das ein? Wahrscheinlich bilde ich es mir ein. So. Oh Gott! Oh, Jumpscare-Warnung, bitte! Leck mich doch am Arsch, wirklich. Darauf erstmal speichern. Oh, hat er mich erschreckt, Mann. Ich hasse die, die sind halt so schnell. Da kann man sich schon in die Hose machen. Wieso ist jetzt hier überhaupt so viel los? Ich dachte, das wäre eine voll entspannte Nebenquest. Und dann macht ihr mich hier so fettisch. Ugh. Ugh, ist das eklig. Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. So, jetzt aber hier lang. Wir müssen zur Brücke. Auf geht's. Okay. Mal gucken, ob wir es schaffen ohne Zwischenfall. Hoffentlich. Nee, oder? Wieso ist gerade so rausgezoomt? Das ist beim letzten Mal auch passiert, wo alles den Bach runterging. Boah, ist das ätzend. Wir schaffen es, ne? Wir schaffen es! Ah ja. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Okay, auf geht's da lang. Müssen wir da lang. Das ist noch ein Shop. Bringt uns gerade aber nichts. Atrium. Oh Gott, ich hasse es hier so sehr. Ich hasse es hier so sehr. Wir müssen jetzt hier einen Bericht finden, ja? Sehe ich das richtig? Hier! Sicherheitsanfrage abgerufen. Okay, das war's aber noch nicht. Aber das lag hier letztes Mal auch nicht. Das war auf jeden Fall neu. Ich habe mich ja hier so gut umgeguckt gehabt. Wo ist das, was wir suchen? Es muss ja hier sein, oder? Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Ist hier irgendwas? Hier ist noch eine Bank. Benutzen wir die doch einfach mal. Wir haben sogar zwei. Ne, den haben wir ja fertig. So, wir könnten. Es wäre schön, wenn wir da hinkämen. Würde ich sagen. Aber vielleicht schaffen wir es noch. Wenn wir jetzt noch genug. Wenn wir noch genug Credits haben für einen Knoten. Das wäre ein Ding, ne? Müssen wir nach oben? Oder sind wir hier schon richtig? Nee, da geht's zur. Ich bin mir gerade unsicher, wo wir hin müssen. Aber theopraktisch sieht's aus, als wären wir hier schon richtig.
Aber ich finde den Bericht nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach blind bin. Aber das ist schon die Brücke, oder? Da weiß ich nicht, wie eine Brücke aussieht. Das kann natürlich auch sein. So, hier ist aber überall nix. Da unten ist auch nix. Ich sehe auch nichts leuchten hier für mich mehr. Da schwebt ein Becher. Ich dachte, das wäre jetzt schon das gewesen, was da rumlag. Vielleicht lag es da aber mit einem Grund. Ist hier irgendwas noch? Nö. Ah, hier. Okay, gefunden. Labora gerufen. Okay, dann vergeuden wir noch mehr Zeit und zeichnen es auf. Zufrieden? Nein, ich bin nicht zufrieden. Wir haben einen toten Arbeiter. Wir können Brent Harris nicht sedieren. War Harris nicht Ihr Patient? Sie hätten uns warnen sollen, dass er so aushastet. Captain, Harris leidet an einer Art Demenz, die wir nicht vollständig verstehen. Er machte Fortschritte, bis Dr. Mercer seinen Fall übernahm, trotz meiner Einwände. Hab ich gelesen. Ganz ehrlich, diese Fehde gegen Dr. Mercer klingt mehr nach Unsterblichkeit. Bitte was? Sie haben also nie Mitglieder unserer Kirche beraten und gegen Unitology aufgebracht. Ich sage, dass Mercers Behandlungen unethisch und gefährlich sind. Warum bringt er Harris immer wieder auf die Hydrostation? Die Krankenstation ist ein Schutzraum, nicht Mercers Privatlabor. Hören Sie auf, ihn zu decken. Noch mehr Anschuldigungen, wieder keine Beweise. Sie finden ihn aus. Brian Harris wird nicht der Letzte sein, Captain. Das wissen Sie. Oh, oh, oh. Tracking von Arschgeige. Aktivitäten. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Hydrostation, das ist... Nee, das ist Wasserreinigung. War die hier unten? Wo ging es denn zur Hydrostation? Müssen wir jetzt wieder gucken, wo das war. Wieder raus? Oder in den... Ja, wieder raus, okay. Hat jetzt gar nicht lange gedauert, dieses komische Ding zu finden. Aber wir haben es geschafft. Weiter geht's. Ich meine, in der Hydrostation... Warte mal. Warte. Haben wir genug für einen Knoten? Nee. Okay. Alles gut, ich wollte es nur versuchen. Seh dich doch da. Du Glitchboy. Und dann glitscht er mal weiter. Hier lang. Okay. Interessanter Weg, den wir hier gehen müssen. Wir nehmen es hin. Ah, okay, wir müssen hier. So, was haben wir hier? Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. Es wäre so cool, hätten wir jetzt noch einen Knoten uns kaufen können. Okay, Monorail fahren wahrscheinlich. Ja. Auf zur nächsten Station dieser Nebenquest. Und wieder hierhin. easy. Wir können alles schaffen, was wir wollen. Die Quest kriegen wir fertig und dann geht's ans Ende. Denke ich mal. Ich denke, dass dann nichts mehr kommt. Sobald wir dann da in das Shuttle reingehen. Nächster Halt, Hydrostation. Ich denke, es wird einfach nur sehr anstrengend. Sehr stressig. Da warten bestimmt ganz viele von diesen Glipperarmen, die uns totschlagen wollen. Von diesem Kollektiv, die ich ja so gut treffen kann.
Okay, wir sind richtig. Ah ja, hier sind wir. Hier ist schön. Hier bleibe ich einfach. Oh, ich bin schon wieder erschrocken vor ihr. So, hier hin müssen wir, oder? Nee, gar nicht. Wir müssen hier hin. Ich könnte jetzt noch mal ein paar Credits finden, ne? Das wäre sehr cool. Waren wir da schon drin? Nee, ne? Gehen wir doch da mal reingucken. Nice, hier waren wir wirklich noch nicht. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das nehmen wir noch mit. Schade, schade. Haben wir irgendwas, was wir rausschmeißen können? Ich werfe jetzt einfach mal das Sauerstoffding weg. Ich habe nicht so das Gefühl. Aber das Ding ist auch bald leer. Wir machen das auch leer. Und dann können wir nämlich wieder das Impulsgewehr reinwechseln. Und dann ist das die nächste Waffe, die wir erstmal leer machen, bevor wir eine andere benutzen. Ich hoffe halt wirklich, dass jetzt nicht mehr so viel an Monstern kommt. Müssen wir da nach oben? Gab es hier eigentlich noch einen Raum, wo wir nicht rein konnten? Das ist eine gute Frage, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Oh, Mama. Tag. Lebt ihr noch? Nö. Das ist aber schön. Okay. Sind wir hier halbwegs richtig? Noch nicht. Noch nicht. So, hier sind wir jetzt aber richtig, oder? Oh Gott. Oh, ich vergesse das immer, ne? Ich vergesse das immer. Also hier war jetzt nichts, oder? Nicht, dass ich hier was übersehe. Da ist noch was für uns. Noch ein Knötchen. Sehr, sehr gut. Aber sonst haben wir hier nichts. Gehen wir weiter. Ist auch nichts. Müssen wir wohl hier hin? Ja. Schön. Als noch Credits. So viel Schaden macht das Ding auch nicht, ne? Wir machen aber erst hier die Dinger auf. Okay, warte. Wir könnten ein kleines mal nehmen. Und dann nehmen wir uns das große und hören uns das hier an. Ich darf das noch aufnehmen, oder? Sie werden bald ihre Sprache verlieren. Es ist so grün hier. Es gibt schlimmere Orte, um diskret zu arbeiten. Hier gibt es Gifte, die in der Nähe der Krankenstation niemals erlaubt wären. Und jetzt können Ihnen diese Gifte nichts mehr anhaben. Regeneration. Werde ich Sie töten? Wenn Sie das versuchen, Mr. Harris, bleiben mir noch ein paar Optionen. Das Eindämmungsmodul zum Beispiel. Erinnern Sie sich noch an Ihre letzte Gehirn-OP? Stase bei Bewusstsein. Sehr nützlich. Hätte ich bei meinem letzten Modulentwurf nur nicht so viel Osmium verschwendet. Das hat wehgetan. Und wie fühlen Sie sich jetzt? Tot. Lebendig. Vollkommen. Vielleicht ist es dann
Zeit für ihre erste richtige Jagd. Und so wurde er zum Jäger. Oh, es gab eine Trophäe. Ja, wir haben es geschafft. So wurde er zum Jäger. Arme Person. Gut. Gut. War ja klar. So, da, wo liegt das andere Ding? Hier. Nee? Hat er schon was fallen lassen? Warst du das? Keine Ahnung. Erstmal wieder den Weg zurückfinden. Aber ich würde sagen, den Weg zurück kriege ich alleine hin. Schätzungsweise. Würde ich sagen. Und dann sehen wir uns zum Finale eventuell schon. Ich weiß nicht, wie lang das wird. Ob das jetzt eine große Folge wird oder noch zwei weitere oder vielleicht drei weitere. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das Finale wird beginnen dann ab der nächsten Folge. Und dann danke ich hier wieder fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!